Wir schauen uns eine Urne an. In diese Urne legen wir zwei verschiedene Kugeln in Farbe und Anzahl unterschiedlich, meinetwegen fünf rote und drei grüne. Und dann soll jetzt eine Person hier blind reingreifen, das heißt rein zufällig eine Kugel ziehen. Das würde bedeuten, wir müssten der Person die Augen verbinden. Und dann greift die hier erstmal blind rein und zieht eine Kugel raus. Jetzt könnten wir uns für ein Ereignis interessieren, nämlich Ziehen einer roten Kugel. So, die Person könnte natürlich jetzt grün rausziehen oder rot, aber wir interessieren uns für das Ereignis Ziehen einer roten Kugel. Gut, das ist ein Zufallsexperiment, das ist ein Ereignis. Jetzt könnten wir dieses Zufallsexperiment wiederholen. Dann müssen wir sicherstellen, dass beim zweiten Spiel wieder die gleiche Ausgangssituation vorliegt. Wir müssen hier gut durchmischen. Das heißt, das machen wir mit einem Pneumatikstöpsel. Wir blasen hier Luftdruck rein. Klein P steht jetzt für den Luftdruck. So. Jetzt könnte das Ganze so formuliert werden. Wir fertigen uns eine Tabelle an, hier für Rot die Spalte und die zweite Spalte grün. Und dann machen wir eben Kreuze, ja. Uns interessiert dieses Ereignis, also hätte ich jetzt bei vier Durchgängen zweimal die rote Kugel gezogen. Wenn ich davon jetzt die relative Häufigkeit ermitteln will, dann wäre das die relative Häufigkeit auf dieses Ereignis B bezogen. Ich hätte zwei von vier. Kann ich hier kürzen, dann hätte ich die relative Häufigkeit 1/2. Im externen Video hatten wir die relative Häufigkeit bereits behandelt und im Video zum Erwartungswert haben wir uns mit dem empirischen Gesetz der relativen Häufigkeiten beschäftigt. Wir wissen, wenn wir dieses Zufallsexperiment hinreichend oft wiederholen, dann wird sich die relative Häufigkeit gegen einen Zahlenwert stabilisieren, den wir dann als Wahrscheinlichkeit interpretieren. So, wenn ich mir jetzt mal die Anzahl der Kugeln anschaue und die Farben betrachte, dann kann ich eine eindeutige Aussage machen unter Bezugnahme auf dieses empirische Gesetz der relativen Häufigkeiten, nämlich diese relative Häufigkeit wird für n gegen unendlich gegen die Wahrscheinlichkeit konvergieren. Und dies jetzt auf dieses Ereignis bezogen, 5 Achtel. Es liegen 5 rote drin und insgesamt 8 Kugeln. Ja? Das hier, dieses unendlich, kann man nicht realisieren. Man kann ja nicht unendlich oft ein Zufallsexperiment wiederholen. Man braucht ja irgendwann ein Resultat. Man ersetzt dieses unendlich tatsächlich durch den Begriff hinreichend oft. Ja? Also man wird dann tatsächlich feststellen, wenn diese Anzahl an Durchführungen, nämlich dieses kleine n, sehr, sehr groß wird, dann wird in der Tat die relative Häufigkeit gegen einen Zahlenwert konvergieren. Und dieser Zahlenwert ist eben die Wahrscheinlichkeit. Soweit zur Wiederholung. Jetzt können wir aber auch ein anderes Ereignis definieren, nämlich wir sagen jetzt ziehen einer grünen Kugel. Und jetzt möchte ich noch eine Bedingung einfügen. Wenn bereits eine rote Kugel gezogen wurde, jetzt kann ich das Ereignis nicht mehr mit A beschreiben, denn ich habe hier eine zusätzliche Information drin und diese zusätzliche Information bezieht sich auf das Ereignis B. Man schreibt dann tatsächlich A-B und meint, ich interessiere mich für die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A unter der Bedingung, dass das Ereignis B bereits eingetreten ist. Auf unser Beispiel bezogen, ich interessiere mich für die Wahrscheinlichkeit, eine grüne zu ziehen, aber die rote soll schon gezogen worden sein. Ja, ja und Ziehen einer roten Kugel ist ja unser Ereignis B. Also das Ereignis, das bereits eingetreten sein muss, steht immer rechts, ja, von dieser Schreibweise.
Auch hier könnte ich wieder mit dem empirischen Gesetz der relativen Häufigkeiten argumentieren. Ich könnte ja zwei Kugeln rausziehen. Ja, also ich ziehe die erste raus, lege sie nicht zurück und dann greife ich nochmal rein und ziehe die zweite Kugel raus. Und dann schaue ich eben, wie oft habe ich denn dieses Ereignis hier oben erwischt, ziehen einer grünen Kugel, wenn bereits eine rote Kugel gezogen wurde. Dann mache ich wieder so eine Tabelle. Dann würde ich feststellen, dass die relative Häufigkeit, diesmal auf dieses Ereignis bezogen, auch gegen einen Zahlenwert konvergiert. Und dieser Zahlenwert wird als bedingte Wahrscheinlichkeit definiert. Und der ist jetzt hier auf dieses Beispiel bezogen, 3/7. Denn wenn ich die rote bereits rausziehe, liegen nur noch 7 Kugeln drin. Und von diesen 7 Kugeln sind 3 grün. Ja, also ist das der Wert für die bedingte Wahrscheinlichkeit auf dieses spezielle Beispiel bezogen. Jetzt interessiere ich mich mal für ein anderes Ereignis, nämlich für das Ereignis, dass ich die rote ziehe und eine grüne. Man beachte, das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine rote im ersten Zug ziehe. Ja. Beziehungsweise muss ich so formulieren, das ist nicht die Wahrscheinlichkeit dafür, im zweiten Zug eine grüne zu ziehen, wenn ich im ersten Zug bereits eine rote gezogen habe. Ja, hier stecken ja Ergebnisse drin wie rot-grün. Ja, also das ist der erste Zug, das ist der zweite. Aber hier geht auch grün-rot. Ja, wobei hier spielt es schon eine Rolle. Ja, ob im ersten Zug mit grün belegt ist oder nicht. Ja, hier geht nur im ersten Zug rot. Ja, also das nochmal zur Abgrenzung. So, die Frage ist, wie schaut die Wahrscheinlichkeit hier aus? Das kann man sich schön vorstellen, wenn wir jetzt mal eine Anzahl an Durchführungen definieren. Wir sagen, wir spielen das Spiel 1 Million Mal. Ja? Okay. Dann darf ich aufgrund von diesen Überlegungen hier, ja, in 1/5 aller Fälle, das heißt in 1/5 von diesen Millionen Spielen, erwarten, dass ich eine rote Kugel ziehe. Und davon, deshalb die Klammern, in 3/7 der Fälle darf ich erwarten, dass ich im zweiten Zug eine grüne Kugel ziehe. Das war eigentlich schon die Überlegung. Und jetzt schauen wir mal, was hier für eine Rechengesetzmäßigkeit vorliegt. Eine Multiplikation. Da kann ich beliebig klammern, also ich kann auch die Klammer weglassen. Dann kann ich auch beliebig drehen, ja, meine Faktoren. Das spielt am Ergebnis. Das hat auf das Ergebnis keinen Einfluss. Also dann drehe ich mal das Ganze hier. Steht es so da, 5/8 mal 3/7. Ich darf die Gleichheit schreiben, weil das Kommutativgesetz bei der Multiplikation greift. Dann darf ich wieder beliebig klammern, mal diese Millionen Durchführungen. Dann ist doch das nichts anderes als unsere gesuchte Wahrscheinlichkeit. Ja? Wenn man jetzt mal hier genau hinschaut, dann steckt hier die Wahrscheinlichkeit dafür, eine rote im ersten Zug zu ziehen. Das war die Wahrscheinlichkeit hier. Und hier steckt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich im zweiten Zug eine grüne ziehe, wenn ich im ersten Zug bereits eine rote gezogen habe. Also unsere bedingte Wahrscheinlichkeit. Somit steht unsere bekannte Gleichung, die ich natürlich umformen kann. Ja, ich kann jetzt nach der bedingten Wahrscheinlichkeit auflösen. Und dann sehe ich, dass das durchaus Sinn macht, mit dieser Formel zu arbeiten. Ja? Gut, wie kann ich jetzt diese Formel in Verbindung bringen mit dem Baumdiagramm? Das geht ganz einfach. Wir haben hier den Start, ja, da passiert noch nichts und jetzt spiele ich mein Zufallsexperiment, ja, und interessiere mich erstmal für das Ereignis B, Ziehen einer roten Kugel. Dann kann ich die rote Kugel ziehen, aber die rote Kugel auch nicht ziehen. Das heißt, ich ziehe hier eine grüne. Wenn ich jetzt dieses zweite Ereignis anschaue, ja, diese bedingte Wahrscheinlichkeit mit einbeziehe, ja, die bedingte Wahrscheinlichkeit bezieht sich ja auf dieses Ereignis, dann muss ich natürlich hier mit meinem Baumdiagramm fortfahren, dann könnte ich im zweiten Zug eine grüne ziehen, aber auch keine grüne und hier genauso. Ja, wenn ich hier eine grüne ziehe, könnte ich eine
grüne ziehen oder keine grüne. Ja, bleiben wir mal in der Reihenfolge. Spielt eigentlich keine Rolle, ob ich hier das Komplement von dem Ereignis setze oder es so schreibe. Aber üblicherweise in der Literatur wird man sich auf eine Schreibweise einigen. Hat man so begonnen, wird man hier unten so fortfahren. Ja, da wird man nicht tauschen. Aber streng genommen wäre das eigentlich auch egal. So, hier hätte ich die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis B. Das schreibt man üblicherweise auf diesen Ast. Ja. Und dann ist auf diesen Ast die bedingte Wahrscheinlichkeit zu setzen. Nämlich, ich interessiere mich für diese Wahrscheinlichkeit, eine grüne zu ziehen, unter der Bedingung, dass ich eine rote bereits gezogen habe. Und jetzt wird auch diese Multiplikationsregel deutlich, warum man hier multipliziert. Ich schreibe mal hier oben den Zahlenwert drüber. Die Wahrscheinlichkeit auf unser spezielles Beispiel hier bezogen, 5 rote liegen in der Urne und 3 grüne, müsste ich hier 5 Achtel schreiben für diese Wahrscheinlichkeit. Hier müsste ich dann 3 Siebtel schreiben. Dann ist es natürlich so, dass man immer die Zahlen hier multipliziert. Und jetzt sieht man auch warum. Die Gleichung steckt in dem Baumdiagramm drin. Ja? Die Multiplikation hier, 5 Achtel mal 3 Siebtel, ist ja nichts anderes als ja, diese Rechnung. Und das ist nichts anderes als ja, diese Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote und eine grüne zu ziehen. Ja. Das ist diese Multiplikationsregel. Also man sieht hier nochmal deutlich, dass diese Gleichung hier in dem Baumdiagramm drin steckt. Das kann man natürlich hier auch fortsetzen mit den Ästen, ja? Ich habe hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich keine grüne ziehe, das heißt eine rote im zweiten Zug, unter der Bedingung, dass ich bereits eine rote im ersten gezogen habe. Ja, hier ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür zu setzen, eine grüne zu ziehen. Ja, also nicht rot bedeutet ja grüne ziehen. Hier ist dann die Wahrscheinlichkeit zu setzen, im zweiten Zug eine grüne zu ziehen, unter der Bedingung, dass ich im ersten Zug eine grüne gezogen habe. Ja, und hier ist dann die Wahrscheinlichkeit zu setzen, dass ich keine grüne ziehe, unter der Bedingung, keine rote gezogen zu haben, sprich eine grüne gezogen zu haben. Ja, so kann man das Diagramm hier füllen, dieses Baumdiagramm. Gut, das war's mal zur bedingten Wahrscheinlichkeit und zu dieser Multiplikationsregel.